Hier spricht Wolf Hammer. Liebe Freunde, dies ist mein 18. Bericht über den Killer Blues, wie mein Ghost Rider den Fall nennt. Man könnte meinen, dass es für mich eine Freude wäre, ein Konzert zu besuchen. Aber oft kommt es anders, als man denkt. Ich will ja nicht schimpfen, das Konzert war schön, aber was danach kam, wird euch gleich mein Ghost Rider erzählen. Wenn ihr über die weiteren Folgen benachrichtigt werden wollt, einfach abonnieren. Falls ihr die Audiobook-Serie euren Freunden vorstellen wollt, gerne weiterleiten. Bis dann, euer Wolf Hammer. 18. Kapitel Killer Blues. Ein Wolf Hammer Krimi von H.M. Schemske, gelesen vom Autor. Eine große, silbergraue Reiselimousine mit einer breiten, ochsenblutfarbenen Seitenlinie glitt majestätisch und fast lautlos durch die Nacht. Wolf Hammer bewegte den Dienstwagen über die Landstraße. Wendig wie eine Bergziege nahm das Fahrzeug die Kurven. Es war spät geworden nach dem Konzert in der Martinskirche im badischen Mülheim. Heute gab es dort kaum noch Mühlen, die einst den Ort mit seiner 2000-jährigen Geschichte den Namen gaben. Wolf war privat zum Konzert gekommen. Ohne offizielle Aufgabe hatte er sich ganz auf die Musik konzentriert. Leicht war das nicht, denn neben seiner Funktion als angeblicher Musikmanager war er beauftragt, den Ursprung der Schwierigkeiten aufzuklären, die sein Boss, Lord Davis, der Gründer von VMA, der Vitriola Music Agencies, erdulden musste. Die Kirche war in den 1980er Jahren für Konzerte eingerichtet worden. Der 800-jährige quadratische Turm mit seiner eleganten Spitze hatte einen ummauerten Eingang, massiv wie bei einer Burg. Der Innenraum bot mindestens 300 Personen Platz. In dem lichtdurchfluteten Raum übten oder probten ein paar Musiker. Wolf ging erstmal in ein Restaurant, aß ein badisches Gericht und ruhte sich aus. Am Abend zeigte die Kirche eine effektvolle Beleuchtung. Eine schöne Akustik ließ ihn das Konzert voll genießen. Ein Künstler aus Berlin war gekommen, der amerikanische Blues-Sänger Sidney Selby, besser bekannt unter dem Namen Guitar Crusher. Seine hohe, schlanke Gestalt, wie immer erlesen gekleidet, war mit einem schwarzen Hut gekrönt, sein Markenzeichen. Seine warme, einzigartige Stimme harmonierte wohltuend mit der kraftvollen Stimme der anderen Solistin Mary Sylvester. Die Band unterstützte die Künstler mit einer präzisen Begleitung und gelegentlichen Soli. Wolf nahm noch wahr, dass es am Ende viel Applaus und eine lang anhaltende Standing Ovation gab. Dann stahl er sich davon. Offenbar war seine Anwesenheit umsonst gewesen, denn er hatte nichts Auffälliges bemerkt. Woher kam nur seine Müdigkeit? Er musste nach Hause, aber er wollte nicht Autobahn fahren, denn deren Eintönigkeit hätte er nicht ertragen. Auf der Landstraße war es besser und man konnte auch mal anhalten. Als er an einem Waldrand parkte, griff er nach seiner ledernen Umhängetasche, die er neben sich im Fußraum des Beifahrersitzes abgelegt hatte. Aber sie war nicht da. Er stieg aus, ließ das Fahrzeug alle Türen öffnen und sah auch im Kofferraum nach, obwohl er wusste, dass seine Tasche da nicht drin war. Dann fiel es ihm ein. Er hatte sie in der Kirche unter den Stuhl gelegt und wohl dort vergessen. Seine Müdigkeit war wie weggeblasen, als er wendete und zurückfuhr. Wahrscheinlich vergebens, denn es war bestimmt alles zu, abgeschlossen. Unmöglich, heute noch ranzukommen, wenn sie nur niemand mitgenommen hatte. In der Kirche schimmerte ein winziges, kaltes Licht, als er durch die kleinen Fenster der schweren Eingangstür blickte. War doch noch jemand da? Er bewegte die Klinke. Da schob sich die Tür ein wenig auf. Ein kaltes Gefühl beschlich ihn. Sollte der Dieb noch drin sein? Dann hätte er zumindest eine kleine Chance, seinen Laptop, das einzige wertvolle Stück in seiner Umhängetasche, wiederzubekommen. Leise tastete er sich entlang der Kirchenwand in Richtung der Bühne.
Die Dunkelheit war nicht vollkommen. Durch die hohen Fenster drang das Licht der Straßenlampen durch die von einem leisen Wind bewegten Äste und Blätter der Bäume. Die Fresken an den Kirchenwänden waren zu sich drohend bewegenden Gestalten der Nacht geworden, und er erschauerte. Wo war das blasse Licht, das er gesehen hatte? Er stieg die wenigen Stufen zu der niedrigen Bühne hinauf. Plötzlich sah er das Licht. Es war die Beleuchtung für die Notenblätter des Pianisten. Etwas hatte es für ihn verdeckt, als er sich seitlich näherte. Dann sah er die vornübergefallene Gestalt des Musikers, der sich immer noch mit einer Hand auf der Tastatur des großen Konzertflügels festkrallte. Es ist ein Geheimnis um den Tod. Man weiß, dass er eingetreten ist. Man spürt etwas, aber man weiß nicht was. Es ist die totale Abwesenheit von allem Persönlichen. Eine innere Kälte ergriff ihn. Vergessen war jetzt sein teurer Laptop, seine abhanden gekommene Tasche. Wolfhammer kniete sich hin und betete. Immer noch gab es kein Geräusch in der als Konzertsaal umfunktionierten Kirche. Er richtete sich auf, setzte sich auf eine der Stufen und griff nach seinem Handy. Als ihm die Telefonnummer wieder eingefallen war, telefonierte er nach der Polizei. Dann hielt er Wache bei dem Toten, dessen Musik für immer verstummt war. Mit einem Krachen schlug die schwere Tür auf und einige Männer stürmten in den großen, hohen Raum. Laute Stimmen riefen nach dem Hausmeister, man solle endlich Licht machen, und scharf umrissene Lichtbalken zerschnitten die Stille der Kirche. Das grelle Licht einer hellstrahlenden Polizeitaschenlampe erfasste ihn. Für einen Moment war er schreckerstarrt. Dann rief eine laute, befehlsgewohnte Stimme. »Haben Sie angerufen? Wie heißen Sie?« Wolfhammer hob den Kopf. Er sah den großen Mann an und sagte, »Mein Name ist Zarek, Mitch Zarek.« Der große Kriminalbeamte kam jetzt näher heran und sagte, »Aha, aber Mitch ist in Deutschland eher ungebräuchlich, Herr Zarek.« Wolf erinnerte sich. Die beiden Polizeibeamten, die ihn in Mitchs Wohnung befragten, hatten genau dasselbe gesagt. »Und wer sind Sie?« fragte Wolf. »Ich bin von der Polizei«, sagte der Kriminalbeamte. »Kommissar Steiner, Rudolf Steiner«, fügte er hinzu. »Ist das Ihr Wagen? Der steht im Halteverbot«, sagte er dann. Wolf überlegte. »Es ist jetzt etwa 4 Uhr morgens. Da stört das sicherlich niemanden. Möchten Sie sich den Toten mal ansehen?« Doch der Beamte rührte sich nicht. »Ich sehe von hier aus, dass dem Opfer eine Blutspur aus dem Hinterkopf rinnt oder geronnen ist. Dies hier ist ein Tatort.« Er löste seine Handschellen vom Gürtel und legte sie um Wolfs bereitwillig ausgestreckten Handgelenke. »Sie sind verhaftet.« Wolf musste fast lachen, als er erwiderte. »Dann hat sich mein Parkproblem gelöst. Ob Sie Ihren Fall hier genauso elegant gelöst bekommen, werden wir ja sehen.« Kommissar Steiner ließ sich nicht provozieren. »Ich wiederhole, dies ist ein Tatort. Keiner rührt sich. Wir haben schon genug auf allen möglichen Spuren rumgetrampelt.« Die schwere Eingangstür schlug plötzlich laut auf. Jemand hatte eilig die Kirche betreten und rief, »Was ist denn hier los?« Der Mann schritt, trotz aller Warnungen, er möge stehen bleiben, unverdrossen auf die Gruppe zu. »Ich bin der Hausmeister. Ich habe hier was zu sagen. Wer sind Sie? Was machen Sie hier?« »Polizei«, sagte Kommissar Steiner. »Kennen Sie diesen Mann?« Der Hausmeister trat noch ein wenig näher heran. Ohne den Toten anzuschauen, sagte er, »das ist doch dieser Musiker. Er hat mir gesagt, er wolle nach dem Konzert, also zur Entspannung, noch ein paar Stücke üben. Er sagte, ich solle nicht abschließen. Er sei ja da.« Inzwischen war die Spurensicherung eingetroffen. Sie hatten ihre weißen Overalls angezogen und wirkten verstört, fast wütend, weil so viele Menschen an diesem Tatort versammelt waren. Die Polizisten, der Hausmeister und Wolf wurden von Kommissar Steiner nach draußen komplimentiert. Sie versammelten sich unter dem Torbogen des Kirchenturmes und warteten. Niemand kümmerte sich um Wolf, der sich unter einen Baum kauerte, die Hände über den Knien verschränkte und trotz der unbequemen Haltung bald eingeschlafen war. Sie hörten das 18. Kapitel von Killer Blues,
Ein Wolfhammer-Krimi von H. M. Schemske, gelesen vom Autor.